wir hier? Wir sind hier im Innenhof des Jakob-Kaiser-Haus. Man könnte sagen, der kleine botanische Garten, den das Jakob-Kaiser-Haus hat. Ich bin ja jemand, der im Garten gerne wurschtelt, deswegen bin ich hier total gern, weil ich, natürlich bin ich auch immer ein bisschen neidisch, weil diese Hortensienpracht, die kriege ich nicht hin. Aber es ist ein ganz guter Ort, um mal Luft zu schnappen. Man trifft hier viele Leute und deswegen ist das so was, wo ich sehr, sehr oft bin. Es gibt ja Menschen, die sitzen inzwischen auch schon im Bundestag, die Orte des Denkens, Orte vor allem des freien, freiheitlichen Denkens, nämlich auch unser Parlament angreifen. Was ist deine Antwort gegen diese rechten Gedanken, die inzwischen uns auch erreicht haben im Bundestag? Also die eine Antwort ist eine klare Grenzziehung. Chauvinismus, Menschenverachtung, Politik, die darauf basiert, dass man sich selber für was Besseres hält, da müssen wir klar Nein sagen. Ich glaube aber auch, dass wir auf das Klima eingehen müssen, in dem sowas Widerhall findet. Und es gibt in Deutschland natürlich Menschen, die sich nicht gehört fühlen. Und zwar ganz unterschiedliche. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, meine Eltern haben hier als Gastarbeiter das Land mit aufgebaut. Wo werde ich eigentlich gehört? Wo werde ich respektiert? Es gibt Menschen, die sagen, die Wendegeschichte hat meine Familie so hart getroffen und meine Geschichte kann ich nirgendwo erzählen. Und deswegen glaube ich, genauso wie die klare Grenze und die Abgrenzung ist wichtig, zuzuhören, Kopf aufzumachen, die Ohren aufzumachen, auch zu sagen, den Leuten zu sagen, du bist Teil dieses politischen Systems, du kannst was verändern. Und nicht die Leute zu belehren und zu sagen, du bist zu ungebildet oder so, sondern ich respektiere dich, ich respektiere auch deine Erfahrungen. Das heißt nicht, ihnen nach dem Mund zu reden, aber es heißt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns nicht erschöpfen in einem Kampf, sondern dieses Land auch wieder versöhnen. Politik des Zuhörens, des Miteinanders, das ist das, was meine Kollegin Manuela Rottmann hier ins Haus mitträgt. Und dieses Haus, das ist unser Haus, hier unser Garten und hier kriegen Sie uns nicht raus. Und es ist auch euer Haus.